Feuer rein. Die haben außerdem Kampfpanzer. Nee, pass auf, wir machen Standard-Play. Standard, Standard-Forest. Na gut. Aber bei der, bei guter Gelegenheit machen wir aber rascher, rascher Biert. Rascher Blatt. Und wenn der Chief da ist, dann mache ich damit, dann nehme ich ihn aber, dann nehme ich ihn. Ja, aber ich sag dir, das würde in die Hose gehen hier diesmal. Wo ist unser Backup-Million? Ja, okay, nicht machen, nicht machen, nicht machen. Hat keinen Sinn. Hat absolut keinen Taugen. Lass mal hier verdeckt bleiben. Olli, bleib mal verdeckt. Bleib mal Chief verdeckt. Auf der anderen Seite. Okay, dann dabei. Oh, Panther. Daneben. Scorpion dahinter. Nee, ich fahr dran vorbei. Ich fahr auf den Amex. Geh links. Geh links. Geh weg. Fahr weg. Oh Gott. Oh Gott. Das. Sorry. Wir haben rechts von uns einen Skoda. Achtung, Achtung, Achtung. Der Skoda lebt. Skoda ist betäubt, alles cool. Oh, Minus. Oh, was machst du, Peter? Guck mal. Alter, ja, Mann. Film mal. Oh, Mann, Alter, was hast du gemacht? Ja, ich hab das nicht gesehen. Ich hab dreimal gesagt, oh, Scorpion. Ja, nein. Ja, du hast irgendwas gesagt, Mann. Ah. Jules, Jules, fahr nicht einfach rein, Minion. Fahr nicht einfach rein. Mach ich nicht. Ich will den so. Wir müssen jetzt hier so. Nee, wir müssen so machen. Wir können da nicht rein, das wird alles abgeähnt, Mann. Peter, jetzt müssen wir ein bisschen schlau machen. Jetzt müssen wir nämlich so fahren. Okay. Nun fährst du gerade wieder zurück? Ja, ja, fährt weil du gar nicht reinpushen kannst. Ach, das geht. Einfach ab, aim, Jules. Einfach ab, aim jetzt. Ja, sag ich doch. Minus Jules. Ganz ab, aim, Jules. Bleib beim Haus. Bleib beim Haus. Ja, habe ich ja vor. Gut, links, ich will mich nicht. TH, ich rein. Su und Ru. Olli, ich schließ mal auf hier. Chief, habe ich aufgemacht? Okay. Ich fahre ganz weit zurück. Okay, der Chief fährt mich, das ist nicht gut. Ich fahre zurück. Und dann fahre ich nach ganz links. Ja, komm jetzt mal zu mir. Das dauert zu lange. Du musst mal zu mir kommen. Du hättest schon längst unterwegs sein müssen. Ich gehe jetzt Schulsupporten. Du bist bei dir alleine. Ja, gut, definiere alleine, ne? Also. Ja, guck mal, du hast da 50 andere Leute. Mann, du fährst da so scheiße rum mit deinem Bobject, Olli. Ohne Witz, das bringt da nichts auf der Piste. Jetzt ist es aber zu spät, um da mit zu dir hinzufahren. Mann, es ist nicht zu spät, Mann. Die sind gepinnt. Die können nicht weg. Die können nichts machen in dieser Map. Aber wenn ich da bin, sind alle tot. Hab ich keinen Bock. Alter! Wir sind gerade einigermaßen am Werfen. Ist dir klar, ne? Ich hab Schussmann auf den Chief gerade. Das wäre ich jetzt nicht weg. Der habe ich absolut nicht weg. Ich kann ihn gerade fahren. Okay, Jules zu mir, vorwärts. Jo, bin noch am Nachladen, Moment. Keine Ausreden. Ich fahr trotzdem drauf. Auf die Suche. Ich will, dass du die Suche anguckst. Angucken? Ich dachte, den Jagd dahinter. Jagd ist bei mir gebounced. Ah,
Alles klar, ich lande. Ich umkreise den ein bisschen. Oh, ich fahr einfach. Mach jetzt einen Safe Pen. Ja, ja. Dann geht er raus. Wenn beide pennen, geht er raus. Sei froh, dass ich ihn getötet habe, bevor ich ihn gerammt habe. Arti, Achtung. Ja, der Safe geht raus. GG. Schöne Runde. Wieder eine sehr schöne Runde gehabt. Aber also ich glaube, der Schiefplatoon ist anders von uns abgefuckt, aber richtig anders. Ja, sicher. Mal gucken, ob wir den jetzt noch ein fünftes Mal begegnen. Ne, aber die vorletzte Runde war gut. Ja. Die hat Spaß gemacht. Die Runde hat noch mehr Spaß gemacht. Außer die mit dem 140er, ne? Da, wo Peter Gnadenlos abgeklackt hat. Naja, die und El Haluf war scheiße. Nee, das war meine beste Runde gewesen, wo du abgefuckt wurdest von irgendwo 40. Naja. Ja, genau. Ja, aber nicht die mit El Haluf. Die war ja für uns alle. El Haluf war alles kompletter Reinfall. Absolut. Aber ohne Witz, ne? Retscheuer war richtig geil. Ich habe gerade 64,9% Gunmark. Wie viel? 64. Hast du schon? Nee, hast du noch nicht den ersten. Aber kriegst du jetzt die Runde. Eingefechten hast du drauf. Ich muss gleich aber erstmal Geld farmen wieder. Wir machen nachher nochmal, keine Sorge. Nee, ich habe nur noch 67.000, deswegen. Solange Peter da ist, machen wir jetzt noch Running Speed. Ja, gerne. Bin ich immer dabei, aber... Mit den anderen 10er kann ich da nicht mithalten, das Tempo. Nee, um Gottes Willen. Das macht so unglaublich viel Spaß, diese Wichser einfach wegzurammen. Vor allen Dingen, Alter, Retscher war richtig geil. Ja, hab ich gesehen. Das musst du auch hochladen während der Runde. Das darf man ein. Dann darf man sehen, warum diese Metakarte nicht so gut ist. Okay, wir nehmen den Hill. Da ist wieder ein Chieftain. Das ist wahrscheinlich der gleiche. Der hat nur andere Meister angemacht. Nee, der ist nicht mehr im Platoon. Er hat nur andere Meister angemacht und spielt jetzt Solo. In der Hoffnung, er ist erst im Platoon rausgegangen, in der Hoffnung, er wird jetzt nicht mehr gegen unser Platoon gematcht. So, vertrauen wir. Willst du einfach rüberfahren? Einfach rüberfahren. Der Chief will da Gameplay machen. Wir sorgen dafür, dass er es nicht machen darf. Hügel also? Ja. Lass mal unseren Kran da hinschieben. Ja. Einfach den Kran. Wo fährt denn der Kran hin, Alter? Er scheint auf den Kran. Junge, der stellt sich wahrscheinlich wieder hinter die Arti, so wie der Tiger 2 vorhin. Verstehe ich. Vielleicht braucht dich vorne. Schalt auf den Kran. Grill den ab. Ach, lass den links liegen. Nee, das ist ganz gut, wenn der Zeitner da ist. Der muss uns supporten, Mann. Wenn wir da reinjochen, muss der uns supporten. Dafür bin ich da. Ja, aber eine Kanone mehr kann nicht schaden, ne? Ja, das ist richtig. Ja, wen soll man machen? Chief. Egal, ja, was wir sehen. Kran auch, ne? Also ich hätte Chief. Jetzt eher den Kran genommen. Nein, Chief! Ja, ihr rammt. Ich unterstütze, also von daher... Mein Gott, Junge, Kran, nein! Mann, du Hurensohn! Das ist, wenn man rammt oder schiebt, Junge! Olli, warte. Ja. Drück mal S. Ich guck auf die Flanke. Okay. Chief. Da ist er. Ja, der Kran ist noch ewig... Mach Platz, Peter. Reich nach rechts aus. Ich glaube, er hat noch nicht aufgegeben. Noch nicht. Oh, ein paar hat mich hinter mir noch. Das von 40 fand mich noch. Ja, ich schilde gerade. Oh mein Gott. Ich schilde euch, Junge. Ja, alles klar. Das von 40 hat mich aber totgerannt. Scheiße. Er hat zwar 5000 Schaden mehr genommen, aber er hat mich totgerannt. Ja, alles klar. Danke, dass sich unser Team in die von 40 gekümmert hat. Ja, was machen die zwei Leos da hinten? Warum pushen die nicht mit? Ja, ich weiß auch nicht, was unser Kranwagen da immer noch macht. Ja, super, Alter. Weiß noch nicht, was unser Junge, mein Reparaturkit ist schon wieder weg. Ich hatte in der Garage eins drin. Ja, weil du nicht automatisch auffüllen gedrückt hast. Mann, weil ich was? Weil du nicht automatisch auffüllen drückst. Doch, hab ich wohl. Nee. Junge, ich krieg einfach das Kotzen. Hol ihn raus. Ja, wie denn, wenn ich noch nachlade? Hol ihn raus. Das ist ein Befehl. Ja, ich weiß, was ein Befehl ist. Das war ein Befehl tatsächlich. Also, was rausholen ist. Gut, jetzt der Befehl, einen Panzerass draus zu machen. Let's go. Panzerass, ja klar, ich fahr jetzt auf den Grill und LV zu. Nein, fährst nicht drauf zu, du lässt drauf zufahren und aimst ab.
Weil die Grille mich wahrscheinlich auch während der Fahrt nicht früher aufmacht. Wichtig ist, wir haben das Gameplay von Chief versaut. Hauptsache, wir haben den, genau. Ja, das ist richtig, das haben wir aber ordentlich. Sein Tilt ist mein, weißt du, das ist einfach... Jo, und da fängt es schon wieder an. Scheiße. Schulz, gönn doch jetzt. Junge, ich lad noch nach. Junge, statt dass der Kran aufstehen. Mich mal deckt, Alter. Er stellt sich einfach nur blöd neben mich. Boah. Ja, der Kran, ich weiß auch nicht, Alter. Den hättest du nicht schieben sollen. Der hätte die ganze Runde einfach gar keinen Schaden machen dürfen. Weil er einfach scheiße ist. Wir haben den da schon gebraucht. Ja, ich will gleich mal sehen, was der gemacht hat. Ja, ich will auch sehen, was der gemacht hat, ne? Weil keine Ahnung, also der 140 hat links beschossen. Ich habe vom 430 Uhr oder was das da war bekommen. Ja, 430 U, 140, 430 U, 140, 430 U, 140, 140. Ja, ich habe keine Ahnung, was der Kran da die ganze Zeit rumgedödelt hat, ey. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt gegen den Kran machen soll. Auf die Distanz treffe ich sowieso nichts. Ey, du kannst auch nichts mehr machen. Ja, ich weiß, deswegen. Mach Snipes hatte gar 100 Joules, streng dich an. Ich geh mal so lange in der Garage was rumgucken. Aber als wir über den Hügel, ich weiß auch nicht, was die zwei Leos noch da hinten gemacht haben. Die hätten ja mitkommen können. Ja, die sind halt behindert. Ich hab's ja auch gecallt. Wir pushen direkt rein. Ja, aber nee. Ja, siehst du, da war die Grille. Ach, scheiße. Komm, raus. Aus da, Peter. Jules, bin jung. Alternatives Ramming Setup? Nee. Welches denn? lass uns Cooldown spielen. Och Gott, ich hab ehrlich gesagt keinen Bock, ich will nur rammen jetzt. Dann lass uns mit Tier 8 Ramming Speed machen. Ach was, da hab ich nix. Digga. Dann lass uns. Wir warten einfach, wir warten so lange. Ich geh mal eben pissen. Pinkelpause. Ich bin schon auf die Chief-Stats gespannt. Ich hoffe, das war auch so ein 65%-Spieler. Meinst du so, die Gunmark nochmal, so kurz vor der Gunmark nochmal richtig schön rein versauen? Die Chief-Gunmark ist echt richtig, 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 richtig schwer. Gut.
erst zurück. So, erstmal schief stecken, was der gemacht hat. Ui, der hat nicht so viel gemacht. Ui, das ist hier ein 10.000er Profil. Wie viel Average hat auf dem Chief? 3.000. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Oi, oi, oi. Ups, falsches Auto. Also wir hatten, der Kranwagen waren 44% Spieler, Peter. Ja, Alter, super, ey. Selber schuld, und du hast ihn geschrieben. Wie viel hat er gemacht? 1,6 oder 1,3. 1,8. 1,8 ist so. Ja, 44% Spieler, Peter. Ich hab direkt gesagt, Lasse, du geboostet. Oh Gott, Alter, ey. Wobei, Peter, Jules ist auch ein 47% Spieler, ne? Oh, Jules, was los? Ja, mit aber mir? Das ist einfach nur, weil ich sehr viel Lotto hier gespielt habe. Jules, Jules, ich hoffe, du gelobst wenigstens Besserung. Also ja, 50% will ich, 50% wollen wir hier sehen. Ja, das ist richtig und wichtig, ist ja klar. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, und richtig. Ja, das sowieso. Klar doch. Ja, aber guck dir doch meine Statistik jetzt an. Von den letzten Monaten, wo ich wieder angefangen habe, wieder zu spielen. Das Problem bei Jules ist, er hat keine Crew mit 8 Skills oder sowas, und er spielt auch kein Bond-Equipment. Ja, das ist mein Fehler. Kein Bond-Equipment, keine Max-Feld-Modifikation. Er hat kein Skill. Kein Bond-Equipment. Und die meisten Panzer fahre ich sogar nicht direkt ausgebaut wie der Olli. Ich fahre wirklich. Das habe ich heute Morgen sogar noch gemacht. Heute Morgen bin ich so lange das 257er gefahren, bis ich Turm und Kanone hatte. Okay, gleich, wir ändern nichts an der Taktik. Taktik bleibt 1:1 dieselbe. Also Brücke. 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 Hoffentlich läuft er wieder so wie vorher. Du musst uns aber. Wir machen das immer so, Jules. Peter und ich fahren an Panzer vorbei, rammt die, und dann lassen wir immer einen hinten, wenn da gerade mehrere sind. Und den hinteren musst du dich immer kümmern. Das ist so ein bisschen dein Job. Den hinteren musst du wegschlappen. Ziel war jetzt eigentlich nicht hin, funktioniert. Hier rammt von frontal im Prinzip drauf. Ich fahre an der Seite vorbei, wenn er überlebt, dann kriege ich die falsche Seite. Das kannst du auch machen. Ja, das war jetzt eigentlich die ganze Zeit schon mehr. Du musst dich halt um ihn kümmern, das ist eben. Olli, ich muss links fangen. Alter, der Bordtrauber, aber das ist so unfair. Naja, kannst du dir vielleicht Gas reinmachen? Ich meine die Turbo-Direktive? Nee, ich mach nichts. Also ich hab Turbo draußen, aber ich mach keinen Benzin rein. Den Medics wird den. Ja, mach doch das scheiß Benzin rein. Nee, ich hab den Medics vertraue ich nicht. Lass mal hier bei dem Busch auftauchen. Der ist viel zu wichtig. Aber ihr wollt erst warten, bis der Rest tatsächlich. Gehen ab, das ist gut für uns, das ist sehr gut für uns. Ja, wenn wir zwei mit den Dingern auf die Zufahrt, würde ich auch abdrehen. Das ist genauso wie vorhin Jan gefangen hat, abzumachen. Boah, der Stammerbeter, der hat eine gute Position angefahren. Er denkt wirklich an eine gute Position angefahren. Er hat eine richtig schlechte Position angefahren, eine richtig schlechte. So, Achtung, ne, T95 und sowas. Olli, warte. Zugehen. Mich einfach rein jodeln jetzt. Das kann halt echt böse ausgehen, ne? Ich sag, der ging voll durch ihre Panzerung. Das ist halt die T95er. Also da brech aber nicht rein. Och. Lass mal zurück. Nein, nicht zurück, Peter. Das kennen wir doch schon. Nicht zurück. Aber hier kannst du nicht reinbrechen. Das muss wehtun. Das haben wir vorhin auch gesagt. Olli, da sind zu viel HP, zu viel Armor. Du kannst da nicht reinbrechen. Lass zurück. Ja, dann halten wir das ein. Nein, wir fahren zurück, wir lassen die stehen, die sind langsam, wir fahren zurück, rotieren über die Stadt, bumsen alles weg und fahren denen ins Kreuz. Ach, ja, Abfahrt! Ach, ja, das will ich doch nicht BT vorher raus. Nee, komm, wir fahren weg. Was heult ihr da gleich? Oh, Peter. Komm. Ja, genau.
komm. Mein Fuß. Ja, ich komm. Das macht keinen Sinn. Da ist zu viel Stahl, zu viel AP, zu viel Big Alpha Guns mit guter Pen. Ist zu viel. Zu viel ist zu viel. Mann, kommst du mit deinem 277 oder was? Ja. Ja, wo stehst du? Warum, ich hab meinen rausnehmen wollen. Ich habe in der Standard B war, weil jemand der richtig Gunmax fand. Ich habe das mal so einladen. Also da wir jetzt einen 95er schon hier raus haben, das wird es auch. Wieso? Ist das gefahren hier drauf? Da drauf. Ist das O79 dort? Ich glaube eher das O79 erst als besten. Geh wieder, da machen wir aber Running Speed drauf, da hast du mir uns auch nichts erzählt. Ja, wir haben jetzt hier noch eine Bad-Check, ne? Und wir haben einen FV, der ist unspotted bisher. Er verschießt. Wir müssen das halt aussnipen. Wir müssen, so blöd das klingt, wir müssen diese Scheiße hier aussnipen. Da fällt es aber nicht. Ja klar, mit ohne Gun die brechen, ne? Da hinten sind noch zwei Panzer. Zu vier. Den 279 den nehme ich in 10 Sekunden raus, das kann er vor euch machen. Jetzt ist er da. Ich bin ein Gott. Okay. Wir gebauen es dann. Weil er halt Gott ist. Weil er halt wieder ein Gott ist. Ja, er ist ein Gott. Er kennt jeden Schuss, weil er ein Gott ist. Ach Gott, warum spielen wir denn mit solchen Götter? Ich versteh's nicht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Sehr gut, Jules Benin, sehr gut. Okay, Peter, du fährst jetzt über die Spinne hier drüber. Ja, aber da ist der FV. Der FV wird auch nicht schießen, das ist für'n Arsch. Wirkungstreffer. Macht denn überhaupt keinen Schaden bei dir? Pass auf, ich krieg den jetzt jeden Moment krieg ich den. Ich krieg den nicht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, ey, Alter, alles Flash in den. Und kein Damage in die Runde. Ja, wie heißt denn? Nach 2100. Ich hab's ja auch gefragt. Ach, ja, ich hab 477 noch Spotting. Ja. Jagdpanzer! Ja, da ist er. Er ist ein Bronzebrücke. Lol. Ich hab ihn raus. Oh, ich bin für 8 Schaden gerannt. Oh, böse. Er hat mir 100 gegeben. Der hat mir 8 Schaden gegeben. Und WG hat das Ding einfach zum Rammen. Ja, so ein Ramming-Titel. Ja, sicher. Für was anderes ist das Ding gar nicht da. Das kann der auch nicht, das ist auch egal. Das ist wahrscheinlich nicht. Aber ich bin ja 150 Tonnen. Das kommt wahrscheinlich nicht raus. Bei 100 Decker haben. Ja, aber wenn der noch 2 hat, dann braucht man den eigentlich nicht wirklich im Kampf. Wenn man noch selber 500 hat. Doch. Maximum Disrespect. Guck was Peter mit dem Leopard macht. Er macht das. Ja, ich das Ding ist auf Mutter. Finden die Bounce am Leopard. Ja, genau. Obwohl das Ding Mutter ist. So, das ist eine Ansage, würde ich sagen, ne? Ich sag mal, 268 ist halt eine Ansage, ne? 2268. Das war eine richtige Ansage. Fickrunde, war das, ey. Ich hab reguliert. Ich hab richtig reguliert.
Und guck mal auf meine Kanone. Jawohl, da ist ein Sternchen, jawohl. Da ist die Kanone, ist ein Sternchen, jetzt fehlt noch ein Sternchen drauf. Ich dachte, die Sternchen holst du nur auf 5 Worten. Boah, ich hab 90 Gefechte gebraucht, ich glaube nicht, dass ich die zweite schaffe. Ach klar. Wir brauchen halt einfach so Retscheier-Gefechte. Ja, aber solche, genau solche. Oder chinesische Mauer. Aber chinesische Mauer brauchst du richtig Geschwindigkeit. Aber der Scheiß ist ja, dass Overlord gerade in der Map-Rotation ist. Das ist halt blöd. Was heißt blöd? Warte mal. Schnell, das ist nicht so geil. Peter, wir machen es so wie immer. Wir machen es so wie immer. Jetzt frag nicht, was wir machen. Frag nicht. Ja. Unseren Spoilern, da weißt du Bescheid. Drück mal bitte zu Beginn, Jules, ein bisschen direkt D und ein bisschen zurückfahren. D und zurück? Nur ein bisschen. Ich meine A und zurück, nur ein bisschen. Du willst rechts an mir vorbei. Ja, aber nur, dass du nicht blockierst. Los geht's! Okay, reicht schon. Ja. Ein scheiß Bond-Turbolader, Alter. Jules, hast du es vergessen? Und Öl. Und Drehzahl. Kanone nach oben, Jules. Kanone nach oben. Wieso die Kanone? Kanone nach oben. Du, wenn ich mit dir im Platoon bin, musst du mich salutieren. Du musst den Präsidenten die Kanone hochhalten. Hier nicht. Hier. Aber mir. Ich hoffe, da wird irgendwie das gemeine Macht nicht zu geben. Ja, Mann. Ich hoffe, dass irgendein Minister denkt, dass das, was er macht, das richtig ist. Wie viele Skills hast du auf dem Thema? Ja. Ja, ich auch, ja. Alles klar. Die Antwort reicht mir schon. Weiß ich Bescheid. Oh no. Die Kämpfen und Leopard gibt mir direkt. Was ist das für eine Position für Leopard? Was ist das für eine Posi? Ich hätte den eher bei der Grille da oben. Wo seid ihr eigentlich? Hallo? Ja, wir können da nicht einfach reinfahren ins Video. Nein, wir können. Was macht ihr denn die ganze Zeit mit dem Ding? Ihr fahrt einfach rein und macht kaputt. Also wieso kann man das jetzt nicht machen? Jetzt ohne Scheiß. Er hat halt Angst vor den FVs und so. Ich meine, hab ich auch. Ich bin auch spotted, ne? Ich auch. Ja, ich jetzt auch. Ja, so schnell noch so. Der ist weg. Baut geschossen, FV. Er ist geschossen, hat zwei Punkte bei mir. Da ist aber noch ein zweiter, ne? Ist egal, wenn eine weg. Beide hat auch geschossen. Nice, ich hab gerade 400 drauf. Oh nein, da hinten ist ein Leopard. Ey, ich seh da keinen Leopard. Was war da? Entschuldige, wie bitte? Peter, was ist da noch? FV hat geschossen. Ja, ich komm von der anderen Seite, ne? Nee, Peter war da nicht hoch. Ist auf jeden Fall nachladen. Ich bin schon bei 3000 Schaden und hier. Ja, weil ich hier gerade irgendwie das mache. Na, oder soll ich nicht rechte bei den Schaden um? Ich bin bei 2 Leopards und hier. Ja, guck mal, der E3 kommt, der E3 kommt. Achtung. Hast du jetzt wirklich beide gewonnen? Beide gewonnen. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Beide gewonnen. Aber einer nicht drin. Bin. Hör auf, die trifft mich hier. Nur machen. Hier trifft mich die Art. Sie kann jeden Moment reißen. Oh mein Gott, Hilfe!
Teammates. Ja, pass auf, das müssen unsere Teammates machen. Scheiße. Hat der E3 geschossen? Nein, 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 nein. Der E5 hat geschossen. Den lass ich auch nicht jetzt in die E3 anschieben, genau. E3 ist weg. Ja, willkommen. Wir sitzen fest. Ja, ganz entspannt. Siehst du die E5, Schulz? Ich will, dass du Tschüss sagst. Ja, Tschüss. Machst deinen Job aber auch nur halb. Ja, die Kanone bei dem Ding, die ist nicht. Ich glaub, das Ding würde mich rammen, wenn ich es anbiete. Deine Mutter, EBR. Ich hab gesagt, ich habe 300 Gefechte auf dem Ding. Ja, aber ist das dann überhaupt eine Seele gegen eine Seele? Ja, das ist eine Seele gegen eine Seele. Okay. Und das sind ein paar Seelen vielleicht. Ja, oder du hast keine mehr, weil du ständig damit nur rammen gehst. Ich bin wieder Top Damage und Peter, du hast nichts gemacht. Schäm dich. Ja, ich gelobe Besserung. Ja, wollen wir ja auch mal meinen. Dann sehe ich da keine Zukunft mit uns, Peter, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ja, der ist schon echt weg. Alter, dieser Leopard, Alter, der hat mich jetzt richtig getriggert, ne? Wie er da auf so einer random Kack-Arsch-Position sitzt und diesen einen Corner abaimt. Das Ding ist jetzt, das Ding ist halt, er hat gesehen, dass die Position funktioniert hat und fährt beim nächsten Mal da wahrscheinlich wieder hin. Ja, die Position hat so ziemlich funktioniert, weil danach hat er irgendwie den Rand bekommen. Pass auf, das Ding ist halt, wir fahren jetzt zu den Mediums rüber. Was? Was willst du denn da hinten? Ja, ja, ja. Ja, verschenken wir aber die Flanke hier komplett, ne? Ja, aber absolut. Nein, ja, okay, aber wir pushen einfach so wie immer über den Hügel und hier weg. Für uns ist hier eh voll die Scheiße. Ja, FV, ne? Jagdtiger, E3. Wir haben noch echt wehtun, wenn wir. Wir haben ja noch einen guten Spawn, ne? Wir haben noch einen guten Spawn. Ja, aber wo willst du hin? Sag schnell. Hier, ganz aus, wir fahren raus. Das wird nichts werden, Alter. Sie können hier rüberfahren, wieder. Ja gut, okay. Wir können wahrscheinlich nicht fahren. Weil wir können rüberfahren. Wir haben es ja auch schon mal erfolgreich gemacht. Wenn wir zu den Mains fahren, verlieren wir die Runde. Wenn wir über den Hügel fahren, einfach gehen wir die Jagd mit. Nicht über den Hügel, weil ja, die haben zu viele gefunden. Ja, sag ich ja. Reicht ja schnell. Ja, wir haben Schlitzwagen, ja, genau. Tiger, E3, 4005. Ja, und denk mal an die FV, die reicht ja alleine schon. Also... Oh, nee, er hat sich erledigt eben. Oh, ja, ja. Jetzt langsam, ich will auch noch eindrücken. Vergesst es. Aus dem Weg. Vergesst dieses FV-Problem, oder? Vergesst es. Ja, ist okay, jetzt kommen wir doch wieder drüber. Ja, Moment, da sitzt immer noch ein E3, ne? Vergesst ja, unser Jagdflieger, aber der kommt jetzt nicht so lang, wie der gerade stehen muss. Ja, Bruder. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ist aber schon pennt weg. Halt. Ich hab ihn nicht gepennt mit seinem scheiß E5, Mann. Zurück, Jules, zurück, du fährst weit vorne, zurück. Der Gegenfall durch ihre Panzerung. Jugend. Eine Superstructure ja, rein. Aber der E3 da hinten.
Maus, Maus, nur nach wie Maus. Glückwunsch, Peter, der hätten wir einfach. Ja, genau. Oder den T54 und dann leer. Wir wären ihn sonst nur mit Nuller rausgegangen. Ich hab vier Kills. Was such nur? Drei durch RAM, Junge. Ach so, okay, Peter, du fährst jetzt Anweisung von oben, du fährst jetzt hier drüber. Ja, sobald ich geladen bin, fahr ich drüber. Guck dir den Stand an, wir sind einfach. Peter, Anweisung, machen das jetzt. Okay, Chef, okay, Präsident. Mein Präsident, jawohl! Ja, du aimst für dieses Elric direkt mal am Turm, bitte ich. Hey, du drehst den und fährst weiter. Du drehst den und fährst auf den 1090. Nein, Minus. Mission abort! Was? Mission abort! Ey. Critical Damage! Ja, Mann. Schau dir die Schaufenster an! 12.500 sind wir im Vorteil, Alter! Ja, also ich hab die anders genommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, 3.5. Ja, 2.8. 4.5 plus 600. Aber 2.8 plus 4 Kills, ne? Also. Das ist gut. Ist okay, würde ich sagen. Warten wir noch? Sind nur auf 2 Panzer. Ja. Natürlich warten wir. Also, Peter, wenn ich das nächste Mal sage, ich fahre da drüber, dann darfst du nicht gleich, da darfst du nicht diskutieren. Da darfst du echt nicht diskutieren. Ja, ich habe manchmal so ein Problem mit Autoritäten. Jedenfalls voll das Digga. Ich meine, wir hätten da auch ganz gut rein reguliert und dann hätten wir von hinten aufgeholt. Wir hätten uns einfach so komplett allein gelassen auf der Handygas. Ja, ja. Da wäre der LV in seine Position reingekommen und wir wären einfach tot gewesen. Ja. Du musst dir vorstellen, du fährst an, du fährst so an, ne? Und dann bist du tot. Alter, wo wollte er mit seinem FV hin, Alter? Keine Ahnung, Alter. Er hat wahrscheinlich auf Führung gesehen, da oben Hüll, gute Position. Ja, genau. FV Paper Tank, groß wie so ein Kühlschrank, Alter, mit Aufbaute. Ja, da gehen wir mal hin mit dem FV. Langsam ist Shit. Ja, Mann. Wo Wargaming nicht möchte, dass du weißt, wo du mit der FV hin sollst. Aber guckt euch mal unseren Konzept an. Da merkt man da einfach. Ah, Schwitzer. Nicht Schwitzer, Konzept, 48er Profil, 4000 Gefechte. Hat ein Konzept. Ja, was meinst du, wie der schwitzt? Sieht doch gut aus. Also siehst du, was der Konzept kann, Jules, in der Schadensauswertung. Deswegen brauchst du den auch. Bitte? Siehst du den Konzept in der Schadensauswertung? Deswegen brauchst du den auch. War das nicht der durch Dings, ja. Rank Battle? Ja. Ah, okay. Wie viele allein hast du jetzt? 15.900. Mhm. Ja, aber ich muss dafür erst ein Dings in die zweite kommen. Nee, du brauchst 20.000 anderen dafür. Ja, und ich muss in die zweite kommen. Ja, du hast aber noch, es gibt noch zwei Seasons, da hast du noch genug Zeit. Ah ja, wenn nicht, gibt's danach wieder irgendwelche. Oh! Junge, ihr macht schon Oh, ich bin immer noch im Ladebildschirm in der Garage, Alter. Oh, aber gute ich Gegner. Ich höre nur gute Gegner. Okay, Peter, wir gönnen uns die Mitte tatsächlich. Mitte? Ich dachte, wir gönnen euch die Maus. Mitte! Wir fahren jetzt in den Heavy. Mitte, Peter. Der Fight! Mit der Masse von euch schafft ihr das nicht, die Maus rauszukommen, oder? Nein. Wir fahren da rein. Über den Kran. Den kann man los. Pass auf, oberste Priorität, Kranwagen. Okay. Kranwagen minus machen, sofort. Nee, das ist Stimmt.
Deswegen, der Kran ist das größte Problem an der Stelle. Also da auch wirklich direkt aggressiv links die Rampe hoch und ufter. Meinst du auf Gönnung-Basis? Einfach auf Basis von ich ficke deine Mutter. Sei ich ficke deinen Vater. Ja, okay, wir kriegen den Kran raus, aber wenn das 279 schon da ist, dann den. Nein, der Kran ist immer noch der gefährlichste. Was ist denn dann gefährlich? Mann, auf der Karte ist der Kran einfach der OP. Ja, aber nur wenn der nur seinen Punkt zeigt, sonst ist das wegen dem Scheiß. Da ist ein 216, das ist der Kran. Das ist diese Leute. Ja, und das ist 279. Ja, ist doch egal. Was war denn das für ein Schaden? 91. Ich geh auf den Kran. Der ging voll durch ihre Panzerung. Brauchst du Hilfe? Natürlich brauch ich Hilfe. Sag das. Er ging nicht durch. Ich hab gut. Ja. Schon am Cap. So, Peter, du nimmst deinen Kühlschrank. Du nimmst deinen Kühlschrank. Oh Gott. Jules, du nimmst deinen Leo. Kühlschrank? Meinst du jawohl, Dixi, jawohl, jawohl, mein Präsident. Nimm eine Cola bitte für mich mit. Ich werde eine brauchen. Nur das ist kein Kühlschrank, das ist ein Dixie-Cola umfahren lassen. So, jetzt spielen wir Proko aufgehauen. Ich will das über einen Schaden richtig schön. Macht. Okay. Ja, wahrscheinlich. Wir spielen jetzt Proko. Machst du dann wieder den A20? Mach dann wieder den A20. Move. Alles für die Gunmark. Auf den 5er. Da hast du aber schon hart geschwitzt beim A20, ne? Das war schon. Nein, also ich kann Lights relativ gut spielen inzwischen. Früher war ich richtig schlecht damit. Ja, aber ich war dabei. Du hast bei den letzten Prozent richtig geschwitzt. Weil einfach genau diese Map, die du dir gerade gewünscht hast, eben nicht gekommen ist. Proko ist für Light Autogunmark. Autogunmark. Ja. Außer man verkackt. Ein paar Meter vorfahren und dich dein Gebüsch stellen. Und dann nichts mehr tun. Und hoffen, dass andere Light nicht so gut ist wie du. Ja, das ist richtig. Oder dass andere Tarnnetz haben, ne? Ich erinnere mich da an was. Mhm. Ich sag, das Lustige bei mir, wenn ich Light fahre, ne? Prokorovka, ich hab garantiert mehr schlechte Prokhorovka-Runden mit Lighttank als gute. Ja, der Olli hatte da auch so eine schlechte. Da war der gerade an der Gunmark, hat gesagt, ach, jetzt sind wir hier, letzte Runde. Und dann wurde er ganz schnell rausgenommen, weil er ist nämlich immer weiter vorgefahren. Und der andere Light hat ihn irgendwie aufgemacht, er ihn aber nicht. Weil der andere wahrscheinlich ein Tarnnetz benutzt hat. Es war ein Medium gewesen. Ja, die Map genau. Hätten wir mit dem Bobcheck gebrauchen können. Ja. Und jetzt fahre ich hier so einen Kühlschrank. Ja. Okay, Peter, du fährst hier und deckst mich. Du auch, Jules. Ich hab noch nichts gesehen, ich bin noch nicht drin. Oh. Chill. Ja, ich weiß. Er freut außerdem. Hier, Jules, du deckst mich. Ich muss dir hier irgendwo ein schönes Gebüsch, okay? Da auf dem Ping soll ich mal was suchen. Ja, los geht's. Olli, wo ist denn hinter? Deine Mom. Ich gebe hier erst mit. Ja, aber meine Mom hat einen Behindertenausweis, ja. Okay.
vergessen, weil sie nicht als Ruhe benutzt. Weil was? Hat sie einfach verstört. Nochmal, was denn? Dass sie nicht als Sohnemann hat, und sie einfach so krass verstört. Du meinst, in dem Moment, wo ich rausgekommen bin, hat sie gesagt, oh Gott, direkt Schockstarre? Genau. Willst du mich um? Ja. Er baitet dich jetzt in den Tod rein, in den sicheren. Ich bin schon offen. Ihr Hurensöhne! Der ging voll durch ihre Panzerung. Ich kann auf der Tanz. Was hast du da gemacht, Peter? Was hast du da gemacht? Ja, ich bin gestorben. Weil ihr Hurensöhne das nicht gespottet hat. Der ging voll durch ihre Panzerung. Was ist mit dir passiert? Komm aber fragen. Da waren zwei Autoloader. Du hast eine Gunmark. Da waren zwei Autoloader hier, Hurensöhne. Ihr habt das nicht gefunden, ihr Hurensöhne. Das war's für uns. Los hier. Nein, ich bin immer mit Gott. Okay, vergesst, lassen Sie so runter einfach vergessen, okay, Jungs? Sind wir uns da einig? Ja. So wie El Hallo. Ich schwöre dir. Diese Runde. Und ich hab noch gesagt, er bringt uns alle in den Tod. Ja. Nein, Olli. Nein! Steck weg die Scheiße! Das Ding darfst du nie wieder auspacken. Du hast die dritte Gunmark und damit ist jetzt Ende. Bobjack ist eh gleich fertig. Steck weg die Scheiße. Er will flexen mit seinen Gunmarks auf seinem Fünfer. Blasrohr. Wie war das nochmal? Du hast irgendwas geredet von Gunmark auf E100? Da, aber eher die 5er, ne? Ist leichter. Viel leichter. Ja klar, weil die Gegner Bots sind. Da ist er. 1A gewonnen das Game. 1A. Ist das so? Oh, Alter, dieses 279F mit seiner ekligen Position da, ey. Ja, als der andere Panzer kaputt war und der da vorstand, war es einfach richtig ekelhaft. Das Ding ist ja so schon ekelhaft. Ach, das ist voll das Schmutzauto, Mann, Alter. Du pennst einfach mit Heat die Oberwanne und das war's. Ja, richtig. Aber wenn du da nicht drankommst, ist es halt richtig Schmutz. Ach, pennst du halt die Cupola. Einfach rechts die Cupola, von dir aus gesehen rechts. Das ist die. Ich war nicht mit drin. Wie gesagt, ich wollte eigentlich einen S-Konk rausnehmen, hab dabei aber eine gefressen, weil ich versetzt habe und nicht durchkam. Danach wollte ich eigentlich den anderen. Scheiße gelaufen. So, Jules, mein Junge, ich will, dass du jetzt deine Augen. Mach deine Augen zu, Jules, mach deine Augen zu. Hast du deine Augen zu? Ja, sicher. Nein, du dunst noch, mach sie zu. Ich will, dass du jetzt beliefst, okay? Beliefe an das Game, okay? Jetzt mach sie wieder auf. Mach sie wieder auf. Ist auf? Ja, ich hatte die ganze Zeit auf, Junge. So wie vorhin. Lief ganz gut vorhin. Okay, du weißt, was zu tun ist, Schulz. Ich will nichts sagen müssen. Und ey, wir sind zwar an der Seite jetzt, aber weh, du pushst wieder einen Kran, Alter. Lass dich einfach sitzen. Ja, die haben halt Doppelkran, ne? Das ist halt scheiße. Wir haben Doppel 268 und wir haben Doppel Rubbing Speed, okay, Jungs? Genau. Darfst du bei? Ja, wie auch immer. Ja, das wird scheiße werden, Mann. Ich belief da jetzt nicht. Ich mach mit, aber ich belief nicht. Okay, Peter, schieß deine Augen. Schieß deine Augen. Ja, das hat nichts. Das ist der nächste Stein. Mach die Augen wieder auf, sonst kriegst du ihn gleich. Nein, ich fahre blind. Ich hab siebten Sinn. Siebten Sinn, deswegen kriegst du Olli auch immer weiter nach links. Okay. Kommt jetzt mit, ihr Hurensöhne! Ja. Wo sind wir denn? Ich meine unsere Teammates. Ach, guck dich mal den schönen Zähnen Deutschen. Das ist aber ein tolles. Der hätte auch direkt hinten. Olli! Du rechts von mir! Sag Minus! Nimm die Kraft! Unsere Kenntnis zerstört! Wir setzen fest!
mitmachen. Das war's für uns. Raus hier. Aber der ist jetzt weg. Ja, kommt der, wird der jetzt mal weggemacht? Ja, kommt weg, Mann! Ich kann niemandem vertrauen, Peter, merkst du das? Ich habe jetzt einen Panzer aus. Komm, FV, geh auf. Geh auf, FV. Belief. Geh auf. Okay. Zählen wir mit einer von drei runter. Gut. 3, 2, 1. Ah, hast schlecht gezählt. Ja, danke. Nett von dir. Nett von dir. Ja. Ich muss warten, bis der V aufgeht, sonst kann ich hier einfach nichts machen. Ha! Der V hat mich mit AP gepennt. Der Sohn einer Schlucher. Hätte ich auch seitlich reinbekommen. Ach, scheiße. Alter, die Arti von denen, ey. Er fortgeschossen, let's go. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. So ist kaputt gegangen. Denk dran, ich bin ein Running Speed. Ja, hast du gesehen, was der aus meinem Running Speed macht? Okay. Ja, sag ich ja. Es sind Götter raus, es sind Götter gewesen. Ich dreh gleich durch. Guck dir mal das Animal 50B. Achso, der hat da zwei Tanks. Gerade raus. Oh Gott, Jungs, oh Gott. Ja, was machen wir jetzt? Warten. Wie lange dauert's noch? Ey, du kannst aber inzwischen Zeit, geh mal bei Amazon, Peter, Jules. Nein, Junge, ich kaufe mir jetzt keine SSD. Warum denn nicht? Schnauze, Olli. Alter, das sind 20 Euro. Du bist doch bald Facharbeiter. Oh, der 50B ist so behindert, der hat gerade für 1000 HP eine Maus gerammt. Olli, ich wurde gerade gefragt, ob ich einen Clan join. Nee, frage join nicht. Ja, wieso? Deiner Kopf. Zeig mir mal den Clan. Zeig mir mal den Clan, schick über den Namen von dem Clan. Zum Squad heißt der. Nein, sollst du mir eine Crystal schicken. ZUMS. ZUMS. Ja. Gesamtwertung 2800. Okay, join nicht. Das habe ich jetzt erst gesehen, sorry. Aber. Also es gibt so eine Faustregel, ab 12.000 kannst du joinen. Wie bitte? Ab 12.000 kann man joinen, ist so eine Faustregel. Achso, ja. Nee, ja, hat aber nur 19 Leute und so, also ist nicht gerade. Squad, irgendwoher kenne ich das Zeichen. Yo, das ist doch dieses eine. Alter, die werfen das. Die werfen das, ernsthaft. Oh shit, Alter. Schmeißt die weg?
Ja, Alter, die... Oh Gott. Kann doch nicht sein, Digga. Die Gürtel alle, ey. Obwohl, Junge, ich könnte eigentlich dem Clan... Ich krieg dann vielleicht Clan-Reserven. Ich könnte ja so lange joinen, bis ich... Guck dir an, auf welchem Level die Reserven haben und dann überleg nochmal. Ja, hab ich noch nicht. Ja, guck mal. Ich kenn mich doch nicht mehr aus. Hier ist doch auf Festung. Festung? Du meinst Kommandozentrale? Festung. Festung. Du gehst Rechtsblick, Clan-Profil des Spielers. Achso, da, ja. Finanzeinheit 6. Oh. 30% werden Turnier. Oh. Was denn? Nicht reingehen. Nicht? Sagst du, das macht meine Statics kaputt? Na, no, sowas von. Join lieber in einen Clan, wo du der grundsätzlich schlechtere Spieler bist. Wozu, sag ich mal, es macht immer am meisten Sinn, im Clan zu joinen, wo du durchschnittlich der schlechtere Spieler bist. Bin ich da nicht der durchschnittlich schlechtere Spieler? Nicht bei der Gesamtwertung von 2800. Ja, die haben sehr viele, 1000, 2, 3. Okay, ich bin auch nicht viel weiter drüber als 3, aber da ist... Ohne Scheiß, da ist sogar einer mit 500, der hat nur ein Gefecht. Das zieht wahrscheinlich auch runter. Aber der hat eine mittlere Erfahrung von 2291 mit nur einem Gefecht. Nein, Peter, Jules, spiel niemals mit Leuten, die schlechter sind als du, sonst lernst du nichts. Ja, ich lerne sowieso nichts mehr. Ich bin jetzt mal Hand aufs Herz. Jetzt mal Hand aufs Herz. Du hast doch schon in der Zeit mit mir und Peter was dazugelernt, oder? Ja. Aber ich weiß nicht. Der hat gelernt, wie man die W-Taste drückt. Nein, Mann, ich hab immer noch Autofahren drin. Das war kein Scherz, das meine ich ernst. Wir haben das ernsthaft verloren, ne? GG. Wir haben das ernsthaft verloren. Nein, Digga. Ja. Alter, die haben das so geworfen. So grotesk geworfen. Ja, aber der mich eingeladen hat, hat eine 8000er Wertung, der ist gar nicht mal so schlecht. Ja, und? Ja, ist ja egal, mit dem kann man vielleicht mal einen Zug fahren. Peter hat auch eine 8000er Wertung, fast 9000. Und guck, was für ein Bot ich bin. Geh mal auf Werpass von Peter und siehst du, was er alles hat und wie schlecht er doch eigentlich ist. Ja. Nichts gegen dich, Peter. Ja, ist doch ein Fakt. Nein, Spaß. Bot-Gamer. Achso, ja, sag doch was, dass sie wieder zurück sind. Oh, Peter, du hast 72.000 Gefechte, weißt du, was das heißt? Was? Du musst den 72.01k spielen. Was muss ich spielen? Den 72.01k. Was, Alter, mach deinen Panzer. Warte, mich nicht voll da. 72.01k, wenn ich mich doch nicht irre. Hey, welcher war das? Der 10er Super Heavy von den Deutschen als Heavy Reward Tank. Weiter geht's. Ich hatte doch richtig in Erinnerung. Jules! Ja, chill! Jules, mein Junge. Hör auf, immer den Präsidenten zu beleidigen, Jules. Du, jetzt der einzige Präsident bin ich. Da wagt sich keiner zu widersprechen. Ui, Schwein sind gut. Das ist sehr, sehr gut. Sagt nicht immer ui, bevor ich was sehe. Ist das gut? Ja, 279 rauskam als erstes, würde ich sagen. Ah, das 279, wir wissen ja nicht mal, wo das langfährt, ey. Ist egal. Jetzt mal Ruhe, kurz Ruhe, der Präsident spricht. Ja, wir fahren, wir nehmen uns die Brücke. Ey, weißt du, was Nein. wir machen? Nein. Nee, weißt du, was wir machen? Was? Wir campen in der Base, lassen die Gegner vor uns auftauchen, da bei E8, E9. Und wenn wir die sehen, fahren wir die an. Legen wir los! Du willst also den ganzen... Also warten jetzt 15 Minuten, bis wir von hier einfach runterfahren. Was? Und dann... Wir campen jetzt hier einfach. Wir campen hier einfach. Nein. Den fahren wir rein. Nein. Dann ist es genau wie vorhin. So ein Ding. Alle... Jetzt wäre das ein Clan. Alle eine Seite gegangen. Alle von der anderen Seite. Geil. Außerdem, Brücke können wir nicht pushen, weil da wahrscheinlich vielleicht der Jagd... Schuld. Brücke kannst du auch nicht pushen von der Seite. Wieder fest, ich hab die Frage, wir campen hier oben jetzt. Nein, da oben. Ja, wir campen ja hier oben. Also hier in dem Bereich, wo wir sind. Du bist gut, Junge. Aber du weißt schon, wenn du da oben sitzt, kann man durch deine Unterwand.
weiß schon, dass wenn ich einmal runterfahre mit 100 km/h, ist Gegner instantly tot. Ja, Junge, wenn du da runter, so wie ich dich kenne, wenn du da runter rollst, bist du gleich manchmal. Warte, ich fahr zu Peter, das ist doof. Du bleibst hier oben, Jules, okay? Ja, du, nein, der Jules kommt zu uns, der kommt auch zu mir. Ja, kommt alle drei zu mir, und zwar den Safe-Weg, nicht jetzt hier irgendwie zu ihm runter zu putzen. Ich hab jetzt wirklich zweimal überlegt, das vorher. Ja, ich hab schon gesehen, wie du da hin und her gebackt bist. Hey, da, 279, Brücke. Ja, ist ja okay. Lass Brücke sein, Jules, ganz wichtig. Ich mag aber Brücke. Peter, ein Stück nach links. Eigentlich könntest du einfach hier bleiben. Nur wenn wir Jules hier vorschicken und denen glauben lassen, dass er da vorne rein ist. Oder wir drehen ab und fahren jetzt hier rein. Oder wir bleiben einfach und wir fahren jetzt hier einfach vorwärts. Jawoll, let's go! Du könntest dich auch direkt da hinsetzen. Peter mit Jules bin jung. So, wir fahren jetzt direkt in den E3 rein und den Jagdpanzer. Die werden jetzt direkt vor uns auftauchen. Die Grille wird da wahrscheinlich sitzen. Also die Grille, der Jagd eh. Ja, sobald wir um die Ecke kommen. Ah, guck Brücke. Mal, wer da oben lang fährt. Nur nach. Daneben. Lass mich auch einen drücken. Nein, Jules, zurück, mein Junge, zurück. Vor dir, zu. Ja, ich hab gesehen, Hat er geschossen? Nein, Jagd. Ich hab den 268 gefangen. Beide geschossen, beide sind. Ja, dann rein da und den. Aber da oben ist halt noch. Ich weiß. Achtung, linke Seite am X. Okay, wir machen Base Dev. Alle waren zurück. Ey, sag mal, bist du eigentlich behindert? Du hast den Call gemacht, der E ist raus. Ja. Ich hab mich nicht drauf geguckt. Du hast den Call gemacht, das E ist raus. Oh, ich hab die Jagd E doch auch rausgenommen. Höchstpersönlich. Du hast gesagt, das E, Mann. Das 279E. Wo siehst du 279E? 279F steht da. Ja. Wenn du sagst, das E, dann meine ich 279 Early. Nee, zum Jagdpanzer, das E! Ja, ich sag immer E. Du hast Animal! Digga, ich sag immer Jagd E. Ja, Jagd E! Jagd E, aber doch nicht das E! Du hast Animal! Gott, Alter. Du willst, Alter. Du bist mit eigenen Kreuz abgeschlagen. Digga, das Ding heißt F. Wie kannst du auf das Ding schließen? Weil das in der englischen Version 279 Early. Early, Fisch, wa? E, Emil. Du Half Animal. Ja, nicht mal Half Animal. Quarter Animal. Quarter Animal. Wie viel Schaden habt ihr denn gemacht? Ja, nichts. Zu wenig. Ich hab fast zwei Beine. Freu dich. Ey, tut mir echt leid. Mann. Ey, komm, sorry, tut mir wirklich leid. Ich dachte... Du kannst mal einen Pimmel lutschen. Nee, ganz sicher nicht. Und pick mal. Junge, die Runde war sowieso verloren, also... Nein, war sie nicht. Ach, fuck. Jetzt weißt du ja Bescheid. Ja, jetzt, wo alles zu spät ist. Super. Ich sage nicht immer Jagdpanzer, sondern ich sage Jagd E. Und wenn ja, ich das E sage. Das E! Das E! Hat irgendwer auf Gottes grüner Erde schon mal das E für Jagdpanzer benutzt? Außer Jules höchstpersönlich, himself. Das E! Du fucking Tier, Alter, du hast mich gekillt! Raus hier, bitte, raus also, hier. Nicht genau. Das war, glaube ich, wer anders. Das E ist. In deinem Scheiß-Call hast du mich gekillt. Ah, das stimmt nicht. Ich verlasse mich da voll drauf, ja. Ich habe auch nicht geguckt, ich habe das nicht in Frage gestellt. Das nächste Mal, wenn du deine Lippen öffnest, prüfe ich das nach.
Wenn Jules sagt, er ist tot, lieber nochmal nachgucken. Vielleicht ja, lieber nochmal nachgucken. Lieber nochmal nachgucken. Was habt ihr denn da? Wie, alles klar. Jetzt regt sich nicht auf, ist nur ein Spiel, Mann. Nee, dein Panzerauswahl meine ich. Ja, aber ich will gute Runden haben. Ja, meinst du ich nicht? Dann mach doch nicht so eine E-Calls. Junge, das ist ein E. Das Ebola, ist, was ich Ebola. Auch hab, ist eine E-100. Ebola. Wieso muss der auf Englisch anders heißen als auf Deutsch? Wieso muss der auf Englisch anders? Der heißt nicht anders, der ist einfach nur übersetzt. Ja, genau, wieso? Lass die Bezeichnung doch einfach so. Das ist WG schuld, nicht meine. Du bist ja Fake News. Täter-Opfer-Umkehr, man kennt es. Sagen wir mal so, es war zumindest nicht beabsichtigt. Ja, das glaube ich dir noch, gerade eben so. Den Rest nicht. Gerade eben. Alles klar, lieb von dir. Oh, Boys. Oh, geil. Hätte ich mal oh, Leo war, dann hätte ich auf den Hill gehen können. Scheiße. Wollen wir predicten und beliefen und HJ kann? Ja, aber er kann halt nicht mitfahren, weil er hat ein E gepickt. Ah, Digga, safe kann ich mit. Ich komme mal nur mal später an. Wollen jetzt blicken und beliefen? Nein, wir fahren direkt da rein. Tunnel-Menü? Was anderes bin ich jetzt oder? Ich guck dir mal Peter seine Kanone an, Jules. Ah, das will ich von dir aussehen. Wir fahren das will ich bei dir an dem, den ich gerade fahre. Und wir fahren Kali hier, Olli. Okay. Was wollte ich denn Kali? Was soll ich denn da machen? Ja, du kannst die 60 dp so lange beschäftigen, bis wir die Karten hier aufgeräumt haben und dann uns um die Arschlöcher von den 60 dp kümmern. Ja, wahrscheinlich. Du musst einfach nur, guck mal, stellst dich mit deinem E im 30 bis 50 Grad Winkel an eine Kante. Ja, warte. Den Turm, halt's Maul, jetzt rede der Präsident. Den Turm drehst du ein bisschen, ja, so, und dann machst du A. Und S, immer im Wechsel. Und wird gegen dich verwendet werden. Junge, könnt ihr mir mal helfen? Ich werde hier gerade von 4 gepusht. Naja, wir helfen dir, alles gut. Ja, du mich auf. Wenn die rausfahren, haben wir die bei den Eiern. Ja, wenn du meinst, wenn ich tot bin, die dann rausfahren, ja? Ja. Lieb von dir, Olli. Ist ja echt. Keller ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt muss ich hier wieder reden. Das kann nicht sein, dass ich hier wieder mache. Mir ist nicht abwechselnd A und B zu drücken. Junge, das bringt nichts. Stück in dem Loch. Was ist das für ein Scheiß mit dem Team? Du machst es sehr gut. Jetzt kommt das Geile zu. Sowas von ehrlich durch. Alles cool, alles gut. Jetzt ist alles funktionstüchtig. Los geht's. Alles gut. Ich krieg nur 72 Spots, muss der Rest des Spots gelingen. Das kann nicht sein. Alles gut, Schulz. Alles im Ruder. Ja, ich bin ordentlich gepusht. Was machen wir denn gerade? Ja, aber Nacktmisch. Kannst du den kompletten Turmkranz bei den 60 PP? Den kompletten Turmkranz. Achso, ja doch, der Turmkranz. Ja. Und das komplette Scheiß. Boiler, der Seite an der Wanne. Ja, dann kenn ich. Jetzt kommen wir den Schutz, jetzt sind wir vor Ort gestellt. Ja, nein, Digga, du bist ganz woanders. Nein, komm. Ich mach keinen Backroll. Ja, wollte ich gerade sagen. Junge, nee, der kommt überall durch. Ich bin doch. Wieso? Jetzt will ich erstmal den Achter raus haben. Wie ich
684. Ob du es glaubst oder nicht, Schulz, 2684 kann auch andere Panzer schieben. Okay, der Typ 2684 die 100 und. Es gibt auch ein paar andere. Ja, aber Jagd, das sind so die. Jagd-E zum Beispiel. Ja, aber der Jagd-E kommt mit dem E100 meistens nicht so in den Nahkampf. Das ist irgendwie schon. Dann noch der Oho, der kann auch alles wegschieben. Der Oho? Ist ein Achter. Achso, der Mauerbrecher, ne? Die Reihe vom Typ. Mauerbrecher. Ja, ist das nicht im Prinzip fast der VK-100? Nee, der ist nochmal ein bisschen dicker. Ja, sag ich ja im Prinzip, nicht der. Tortoise kriegt die nicht auch, die Reihe alles weggeschoben. Big dein Denk. Bei der Masse. Du meinst der Bagger? Ja, ja. Nee, Tortoise. Nee. Oh, hallo, 277. Ah, fuck, sorry, yo. Ja, sorry, chillt mal. Nee, Abmahnung. Ja, Abmahnung ist raus. Ich bin mal kurz einen Moment weg, aber ihr könnt schon mal. Och nee, oh Scheiße. Ach, da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Peter? Ja? Ja, genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Sag 1 oder 2, sag 1 oder 2. 2. Okay, dann fahren wir nur noch hier durch. Oh Gott. Vertraust du mir? Ja, wo fährt man da lang? Ich weiß es nicht. Also wie fährt man das an? Kein Plan. Ja, das sind halt Zehner. Wir können das nicht. Los! Ja, also lass mal hier reinfahren. Ja gut, fahr rein. Ja, das ist halt alles Krebs, Mann. Wo willst du denn hier was machen? Halt legit alles Krebs. Du willst mir
Ja, ja, ich komm. Ja, ja, ich weiß, sorry. War auch nicht geplant, so spät zu sein. Ich wollte schon ein paar Sekunden auswechseln. GW steht da hinten. Kacke, Alter, E3, Alter. Belärt. Ja, dieser Uhren und Munition. Wir können ihn mit 63 Hitler durch die Kapula schießen, auch wenn du es nicht weißt. Ich hab ihn natürlich nicht gepennt. Ja, ich hab ihn auch nicht gepennt. Den Bett auf. Ich hab grad Lags, ne? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Die 3 Capula geht nicht mehr. Nein, weil kommt noch im unteren Bereich. Jetzt lower play. Ja, kann das nicht. Ah, nice. Fahrzeug ausgeschaltet. Ich kann im nächsten Zug gleich eine drücken. 5 Sekunden. Halt ihn so. Ich hab's nicht weg gemacht. Ah, fuck. Ja, der Badger hat mir nicht gefunden. Ja. Nein, jetzt nicht. Den Toten die 3 nicht weiter. Oh, du stehst auf vollem Weg wieder. Nein! Nein! Was gibt's denn wohl noch, du Fatze? Ach, nein! Rein da. Ja, fahren, einfach reinfahren. Hauptsache. Ist egal, ich bleib hier. Fahren. Olli, weg. Nichts abgekommen, Alter. Ich hab nur 800 Schaden. Digga, bleib doch nicht stehen! Alter, wie sind denn das hier? Nee, mach nicht. Eindeutig zu viele Heavys von uns in der Gasse. Oh, erste Klasse nur. Ich habe auf den Panzer ausgehofft. Ich sag mal so, das war ganz gut, dass wir dort mit so vielen reingerammelt sind. Nee, ich konnte einfach gar nicht wirken. Ich habe geschossen auf FV, dann ist einer von euch beiden mir reingefahren und bin ich bei eurer Capula hingeblieben. Und ich wollte vorfahren und auf einmal bleibt die Sieben stehen, um zu zielen. Und bremst mich voll aus. Panzer, bitte! Ja, so ärgerlich. Ich fand, ich will noch kurz gucken, was für ein Panzerass gefehlt hat. Ja, ich hätte mindestens 2 noch setzen können. Ja, 7 EP haben mir gefehlt für Panzerass. Ja, strengst du dich mal bitte mehr an, was?
Boah, komm, ohne Witz, das ist, der Panzer ist brutal, der ist brutal. Er macht halt einfach. Ich habe hier so Akustik-Schaumstoff dran gemacht an die Wand. Merkt ihr so qualitätsmäßig einen Unterschied? Also du hattest, bis vor ein paar Tagen hattest du so ein, du klangst wie so ein Fisch im Aquarium. Jetzt nicht mehr. Aber das war wirklich nur ab und zu, ne? Das Fisch im Aquarium. Also jetzt habe ich hier, so Akustik-Schaumstoff an den Wänden und... Okay, fahren wir Hill? Wir fahren Hill, wir fahren sowas von Hill. Tatsache. Ja. Ja, stimmt, der Wahnsinn. Fahren wir rechts herum oder fahren wir links herum? Ich würde tatsächlich sagen, wir fahren links herum, weil wenn wir gerade, also geradeaus fahren, sprich an der Rettlein entlang, dann stehen die links von uns und dann ist scheiße. Was sagst du? Was? Leise. Wir fahren. Wir müssen früher hochfahren. Ihr kennt den Kleinen hier, ne? Nee, ich kenn ihn nicht. Ja, hier. Nee, ich weiß nicht, kenn ich nicht. Doch, du kommst einfach hier lang, Mann. Das ist... Kenn ich nicht. Guck mal, die Halle, die mit uns schon sind. Hier ein scheiß Radauto da, ey. Ja, wenn du fährst selber, dann hast du einen Sinn und Spaß. Aber wenn du das jetzt gegen hast, ist es so. Wie dein Zelt ist ja genug, den sie verreicht. Nichts gemacht in der Runde. Ist egal, ist ein Sieg. Ja, aber du mit 3000 gönnst mir dann noch nicht mal. Ich pack mir jetzt hier eine Direktive drauf für besseres Drehen. Wo ist hier komische Kampflinie? Was ist mit noch mal passiert, du? 10 Dinger habe ich davon nur noch. What the fuck? Ich baue mir auch mal was Hübsches rein, Peter. Junge, was für, du hast nichts, du hast 1,6, ist doch okay, reicht doch. Das ist gar nichts, das ist wirklich ja, überhaupt nichts. Ja, ich weiß, das ist gar nichts, ist aber so. Was hast du denn jetzt eingebaut?
Direktive Turbo. Wait. Ah, scheiß was. Was denn, Jules? Mach hin. Ist egal. Direktive Turbo. Ich wollte auch mal gucken, welche ich so habe. Aber das ist egal, das ist nicht wichtig. Brauchst du wieder 5 Jahre dafür? Das kann ich. Ach, ist egal, hab ich gesagt. Ich benutze die Dinger, die hab ich die letzten 9 Jahre nicht benutzt. Peter? Was haben die denn? IS-4K, 277, Reno, Conker, Leopard und Fortbule. Wir nehmen uns mal bitte diese Position hier. Links rum? Wir nehmen uns das hier. Ich sehe noch kein Ping. Ach Gott. Deswegen ja, dann müssen wir über die Einser anfahren. Ja, genau, das machen wir. Gut, wir fahren über die Einser. Wir fahren hier rein. Alter, ich schwöre, wir werden da nicht reinkommen, weil da schon ein Kutti entgegen. Ich schwöre, dir muss man nicht. Na gut. Guck mal, wie ich die Stelle jetzt. Ach, der Scheiße. Ich meine, das ist halt Full Tier 10, ne? Das ist nicht so, dass du da einfach reinfährst und irgend so ein Achter platzt, weil du den böse anguckst. Das ist richtig. Und wir sind alleine. Wir sind alleine. Abbruch, Mission Abort. Wir müssen normal spielen. Ja. Wir sind komplett alleine, wir sind gefunden. Also naja, vielleicht erwarten die das dann ja nicht. Alter, was machen die denn da? Was machen die denn? Ich kann bitte vielleicht einen drücken. Ja, scheiße, Objekt 2. Ja. Ihr habt euren Gegenspieler da. 2864 ist wo? Ich sehe da keinen Zurich auf hier. Doch, der sitzt da in der Ecke. Der Spieler, siehst du da einen Zurich auf hier? Ich bin offen. Ja. Egal, wenn ich hier sag, der hat mir da einen gedrückt, dann hat er mir einen da gedrückt. Das war unangenehm, sagen wir es mal so. Da ist er. Ja, hat mich, glaube ich, komischerweise nicht gespottet, der Weg, welche Post. Der ging nicht durch. Peter, schick meine Familie in den Postkorb. Ja, warte, ich komm mit. Den Conker müssen wir jetzt schnell integrieren, ne? Achtung, links. Ich verstehe das Problem nicht. Ich kann ihn auch noch mal noch bekämpfen. Bleib stehen, ich hab den raus. Nice. Okay, dann drehen wir ab, kümmern uns um den Guyonte. Den da? Der jetzt aber schon wieder ganz woanders ist. Ganz genau der. Was scheiße, der hat doch bestimmt Cover, oder? Der was? Der hat doch bestimmt Cover von da oben. Da oben kann nichts sein. Doch, das ist aber noch 268-4. Scheiße, das sollte man hier. Wie sind die besser? Okay, wir haben ja. Fang auf. Oh fuck, Mistake. Der ging voll durch ihre Besatzung. Ist das 4? Ich kann dir trotzdem nicht helfen. Ja. Ja, das war jetzt ein Misplay. Hm. Der ging nicht durch. Fuck, ja, raus. Ja, krass. Ich hab wieder nur 1-6 gemacht, Alter. Ich hab 1-3. Werde ich nicht. Oh. Das ist genau das eigentlich. Olli, ich muss dich sterben lassen jetzt. Wenn du mich verrätst, kriegst du dich selber. Ich verraten. Ja, ich musste. Das werde ich dir niemals wieder verzeihen. Ach, Mann. Ah, das war eine Hurensohn-Runde. Wir verraten, was die auf der Nullerlinie da zu treiben. Ja, ich weiß auch nicht. Vor allem selbst die Heavys liegen auf der Nullerlinie. Was soll das? Raus da, Jungs. Ihr geht da jetzt raus. Und ich möchte, dass du deinen Kühlschrank biegen tust und ich möchte, dass du deinen Leopard biegen tust. Leopard? Ich dachte, mein die große Couch. Jules, mein Junge. Ja? Dein Leopard. Ich mein, den anderen E. Ne? Ja, genau, den anderen E. Oder den F, wie er sagt. So, jetzt möchte ich Peter, dass du jetzt Progo Hofka. Ruf mal bei Wargaming an und sag Progo. Ja, nein, warte, ich kümmere mich drum. Für Wargaming Russen überweisen. So, ich wähle Nummer nach Russland. Beep. 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 Bitte überweisen Sie erst 30 Euro. Juri! Ja, hier ist Pepe. Ja, Katzen geht's gut. Juri, pass auf. Auftrag, schnell. Drück die rote Taste,
Präsident hat gesagt Prokhorovka. Ja, 100 Gold. Ist okay, 100 Gold. Ja, ja, Buch ab. Aber jetzt Prokhorovka. Ja, jetzt. Nächste Runde. Ist schon in der Warteschlange. Ja, okay. Spasiba. Okay, kommt. Okay, danke. Wie, das danke. Ist ein Fake-Hall. Oh, Juri hat ja abgezockt, Alter. Ah, hat der Hunde. Oh, minus 100 Gold. Ja. Ich take mir den Hill, Jungs. Ihr wisst beide, was zu tun ist. Ich take mir den Hill. Übersetzungsfehler oder was? Das ist alles die falsche Karte. Jules, du aimst jetzt auf diesen Corner. Auf diesen Corner aimst du jetzt. Hier, du aimst jetzt auf die. Verfechten, Digga! Ach nee, Jules, Alter, du kaufst mir jetzt das Ding. Jules, du aimst auf diesen Corner, als gäbe es keinen Morgen, okay? Da aimst du jetzt hin. Als gäbe es keinen Morgen. Das ist mein neuer Morgen, Digga. Los geht's! Jules. Täusch mich nicht, mein Sohn. Ja, Digga, ich fahre. Täusch mich nicht, Jules. Wenn ich sterbe, dann ist alles gut. Alles. Ich kann die Richtung drehen, chill. Okay, lol, ist einfach nichts. Einfach nichts sagen. Weil der T100 TL Wannas ist. T100 TL, neuer Tank. Von den Chief. Hey, was ist das? Guck dich mal den Chief an. Ähnlich durch Schaden. Ein typisches Chief-Lack hab ich gerade bekommen. Einfach nicht durch Schaden. Zeit mit. Ich achte da jetzt mal. Nee, alles gut. Noch nicht. Da den treffe ich natürlich mit dem dümmsten Schuss des Jahrzehnts, Alter. Komm schon, Chief, overpeak mal ein bisschen. Mach mal einen saftigen Overpeak, komm schon. Das ist. Wo ging mein Schuss bitte hin? Was war das denn bitte? Wo ging mein Schuss hin? Ja gut, aber so ein bisschen Accuracy. Oh, come nein, on. Nein. Digga. Ach, ich weiß jetzt, wo der EWR ist. Also, rechts. Wo? Pink, rechts. Pink. Ich sehe es nicht. Na, voll scheiße, aber. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Keine Ahnung. Ich hab halt kein. Weißt du, ich lieber waste ich das Game, als dass ich jetzt irgendwie 7 Jahre auf mein Object hier warte. Ja, ist schon richtig. Ich weiß, deswegen habe ich ja gefragt. Also jetzt nicht wegwasten, ne? Ich versuche schon was zu machen, aber. Könnt ihr 7 rausnehmen? Aber ihre Panzerung. Ich würde gerne helfen. Der soll weg. Das ist nur 90er. Lief das? Lief Train, Junge. Ja, sag ich. Wir sind verloren. Wir sind verloren. Unser Fahrer wurde getötet. Wir können uns kaum bewegen. Ich sag euch einfach zu jedem Panzer. Los! Was ist jedem Panzer, den haben wir? Super. Also an deiner Stelle würde ich mich eher hinter den Jagd-Ehren stellen, weil. Super Schuss von meinem Shitbahn. Super Schuss. Ich bin der Einzige, der den Schießabfall weiß, was du schaffst für irgendwo. Ja, das machst du auch sehr gut. Ja, ich geh mal zum E5. Kündig. Mein Auftrag ist zu wichtig. Panzerung nicht geschlagen! Ah, nein! Das war's für uns! Raus hier! Was ist das für ein Bot, Scheiße? Ich hab mich so weggeschmissen. Was ist das für ein Bot? Keine Ahnung, wie das ist. Der fährt gerade 50 Ego. Der fährt gerade
vorhin, Alter, so richtig am Schwitzen versucht, die Dings, die Lower Plane zu pennen, Alter. Abgeprallt, kein Damage. Und jetzt einfach Auto-Aim, Boots. Gut. Wie viel? 168. Aber tot halt. Ist das wie um den Reload? Was bringt denn hier? Ja, ich glaube ja. Ich würde tippen, dass ja. Ich würde tippen, der ist schon fertig. Ah, die arme Seele ist wirklich im Reload. Die ist wirklich im Reload. Ah, okay. Ich werde jetzt nehmen. Ich werde jetzt abholen. Nein. Er hat mich richtig geprankt. Oh mein Gott, er hat mich nicht gehabt. Ja, wusste ich, dass er mich prankt. Er lebt halt noch, Alter. So ein Scheiß mit seinem 50. Er hat mich geprankt. Ich habe hart geprankt. Hätte ich aber auch nicht erwartet. Überall eine überdicke Panzerung. Okay. Ja, ich hab mich. Was war das für ein Gitter oder so? Nein, wenn sich am Turm seitlich gebaut. Geil, ich hab keine Gun Elevation für den, TV, wenn er kommt. Nice. Nice. Weil der mich wegficken kann? Sorgen darum machen, dass der. Vor allen Dingen, wo ist der? Wo ist der? Ja, da, komm. Hä? Au, smart, bitch. Aber der Jagdpanzer hinter dir ist weg, ne? Ja, der Jagdling. Okay, dann zeig mal, was das Ding eigentlich kann. Zeig mal, dass du dir die Gun noch verliebt hast. Oh. Nur zeig Peter, nimm ihn so wie er ist. Nimm ihn so wie er ist, okay? Ich will, dass du ihn jetzt so nimmst, wie er ist. Oh, Alter. Aber ist egal, du hast doch einen Schuss. Lass doch nicht durch, Scheiße! Das war jetzt ein Jumpscare, Alter. What, Stefan hat mich gekillt. Ich weiß nicht, warum ihn das nicht gepennt hat, ey. Ich hätte auf die Kupole heim sollen. Jungs raus da. Schulz mit Jungen raus da. Ja, bin unterwegs. Wie ihn das nicht gepennt hat, ey. Blöd. Ja, das ist ärgerlich einfach. Oh. Man kennt es. Wusstet ihr, dass man beim... Jules? Ja. Was denn? Panzer, bitte. Junge, die Garage lädt. Jetzt bin ich da. Boy. Boah, kaufen SSD heute. Junge, das ändert heute auch nichts. Da kann ich die auch was anders kaufen. Oh, Junge, kaufen SSD. Du jetzt bitte kaufst die jetzt zu deinem. Was ist das hier für dritte Welt, Computer? Junge. Aus Afrika. Land, Alter. Das ist schon aus irgendeinem Afrika-Land. Das ist nicht ganz, ist schon doch innerhalb Deutschland. Warte mal, ruf mal bitte kurz, ich schreibe gerade in den gegnerischen Leopard. Was gerade was? Ruhe. Okay, weil die Leopards haben gerade beschrieben, dass die beiden nicht hier hinfahren. Ja, okay. Kannst du vielleicht nochmal reden? Oh boy. Nach der Runde gehe ich schlafen. Tatsache jetzt schon. Ja. Ja, ich kühle langsam aus hier. Ich sitze hier nur im T-Shirt, ich habe nicht mal eine Unterhose an. Ja, dann brauche ich schon aus. Legen wir los! Ja, Priorität. Nicht Schulz, wenn Peter geht, mache ich was zu essen. Dann können wir jetzt machen. Ja, ich habe jetzt. Was ist verlockt? Ich habe da 200 habe ich schon beim Sand gesetzt, mit den 10er Runden.
Alter. Unter Mensch. Der Olli, wir beschäftigen uns hier auch wie die Tiere, ne? Nein. Ja, vor allem wenn es ums Rampen geht. 45. Wer hat den zuerst? Oder Wenderadius. Hier, Olli, am Busch anfahren. Nein, da committet der? Oh, committet! Macht Spaß, das Ding macht Spaß. Ja. Nicht sterben, wir müssen noch ein paar. Boah, Corona geht rein. Olli, du brauchst auf jeden Fall das Öl. Digga, ich hab keinen Bock darauf, dass mein Kommandant ausfällt. Darauf hab ich überhaupt keinen Bock. Ach. Nicht Direktive, da will er sich, ein Ersatzteil, einen Erste-Hilfe-Kasten gegen einen scheiß Öl austausche. Öl? Ja. Klar. Digga, nee. Wofür? Klar, natürlich, Alter. Ramming Speed, Mann. Was meinst du, warum ich mit meinem Bobjack so schnell auf Position bin? Dann nimm doch einfach. Treibstoff. Guck mal, ich hab den Drehzahlbegriff. Warte.
Treibstoff als Direktive. Wir kennen schon alles, was es in diesem Spiel gibt. Ja, ich weiß, aber nimm die doch einfach. Wofür? Ja, hallo. Mann, ich habe einen Bond-Turbo, ich habe einen Drehzahlentferner, ich habe Öl drin. Ich kann nicht mehr. Das ist das Cap-Maximum. Ich fahre mit Maximum auf Speed, auf Motorleistung. Ja, ich verstehe jetzt nicht warum, aber okay. Ja, warum? Warum? Ja, da, klar, weil du rammst, ja, aber ich verstehe nicht, wieso man erste Hilfe rausnimmt. Naja, da, weil ich nur 3 Slots hab, Mann. Ja, das weiß ich. Ein Repair-Kit brauche ich. So, ja, das ist klar. Ja, so, und dann in den zweiten Slot kommt das Öl, in den dritten den Drehzahlentferner. Das ist doch klar. Aber jeder, wie er meint. Naja, ich sag ja für Motorleistung. Ja, sag ich ja, wenn du nur auf Motorleistung gehst, ja, okay. Also Olli scheint ja, so wie es sich gerade angehört hat, dann noch auf den Kopf. Legen wir los! Auch Drehzahl ist ja was drin, aber ich hab keinen Wünsch. Ja, sag ich ja. Wo wird denn unser Chief denn? Ja, aber das heißt dann auch minus unser Platoon, ja? Weil, guck mal, was wir hier haben. Wir haben hier nichts. Ja, guck mal. Ja. VZ. Ja. Ja, gegen Kran, VZ, WZ Killin. E3, wenn du Pech hast. Das ist ein guter E3-Spieler. Und Blair. Da ist schon der Killin. Bist du mal am Heulen, Peter? Merkst du das? Ja. Bei 7-7. Ja, das wird scheiße. Ja, Bobcheck ist auch hier. Ja, nur nachholen. Arti, Doppel-Arti. Ja. Reinrammeln oder was? Nach mir, Peter. Raus mit dem Vieh. Raus mit dem Vieh. Wir können nicht mehr so schnell fahren. Ich hab ne Grille gekriegt. Ich hab auch gerade, ich krieg jetzt den zu kriegen. Er ging voll durch ihre Panzerung. Ja. Er kriegt den Panzerung. Oh, das ist ein bisschen tief. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Mich nicht, Peter, ja. Wir sitzen fest, Kette verloren. Boah, das ist bewegungsunfähig. Holy shit. Aber ich habe jetzt gerade 2 oder 3 Mal schon eine Grille gebaut. Grille sitzt da? Ja. Boah, stell dir vor, du kannst den Mann nicht vorhaben. Stell dir mal vor. Der eine ist aber im Ergebnis auch nicht so gut. Was anderes, wenn der Mann hier hat, oder? Mann, du Hurensohn! Shit. Ich bin den Leopard jetzt auf Ehrenbruderbasis. Oh. Ich bin der Grille, bitte. Übertakte mal deinen Motor, Peter. Jetzt übertakte mal den Motor, bitte. Die ganze Zeit übertaktet. Der war übertakte den nochmal. Übertakte den nochmal, bitte. Ja, warte. Doch, es hilft. Er wird schneller. Aber nicht schneller, das war Mason. Scheißegal. Ich meine, da gibt es. Nochmal, Peter. Schrei. Ich glaube, das war genug WOT für dich heute. Nein, Peter, machst es sehr gut. Siehst du den Kramwagen da hinten, Peter? Hol ihn dir. Nee, ich sehe noch nichts. Hol ihn dir. Dein Fahrer ist wohl jetzt. Nichts. Du musst bei Peter bleiben, dann kriegst du auch. Du musst Brumm-Brumm-Geräusche machen, Peter. Oh shit, das war der Höchste.
Oh, Peter. Peter, jetzt geh ihn doch. Bist du doof? Bist du doof? Du bist doof. Ihn! Wenn das Ding komplett kriegen kann, schon deswegen kriegst du in die Helme. Na, okay. Ey, wie die kann ich mal meinen Bobjack pennen, ne? Ey, du bist so doof gewesen, wäre jetzt aber auch gleich auf ihn drauf rasen müssen. Capola, jeder pennt dein Object. Nein. Wollen wir mal Platoon machen? Du nimmst deinen Panzer und ich pick ein Object. Dann kämpfen wir mal gegeneinander. Wart, was? Du nimmst am besten Tank und ich kämpfe einfach mal mit dem Ding gegen dich. Ja, aber nicht auf Nahkampf. Na ja, klar, auf Nahkampf. Ich will mein Leo nehmen. Hi, next. Wolltest du nicht ins Bett gehen, Peter? Eigentlich ja, aber die Runde war ganz gut, jetzt hab ich Bock. Da gibt's sowas, das nennt sich Sucht. Peter, ist doch süchtig. Peter, bist du süchtig? Nee, überhaupt nicht. Oh, drück rein! Klick schneller! Ach ja. Urheim so. Ich bin ja voll am Rumschreien, Alter. Es ist 3 Uhr in der Nacht und ich bin ja am Rumbrüllen wie so ein Autist. Ja, das hören wir die ganze Zeit. Ist das was Neues? Komm, gib mal Achter. Nee, du wolltest vorhin eine andere Karte, hast doch Gold gesagt, wolltest du dafür bezahlen. Hey. Okay, Peter, ich will, dass du mir jetzt eine Frage beantwortest. Ja. Wo fährt der gegnerische Jagdpanzer und der LV hin? Antworte ehrlich drauf, ehrliche Antwort jetzt. 1. Ich glaube die Campen Base. Nee. Aber wir fahren auf die 1, ne? Ja, ja. Wir fahren auf die 9 tatsächlich. Die 9? Guckt ihr uns den Spawn an. Okay. Los geht's! Ja. Wir ziehen dran vorbei und wenn sie eingeaimt sind, sagen sie, oh, Bobjack sind schon durch. Oh, guck mal, ein 277. Wieso hat der Half-Life? Komische Sache. Naja, ich weiß. Wenn wir zu dritt fahren, die ziehen immer auf mich. Das ist einfach schlecht. Ja, das kann vielleicht sein. Tatsache, das ist so. Das habe ich bei Werfer. Also ich mach das selber halt auch häufig so, dass ich dann irgendwie gucke, komm, was ist hier, das ist das einfachste Tage. Ja klar, einfach frei drauf. Kommt nur mal Schaden. Bei wem ist eigentlich scheißegal. Du spielst ja nicht, um das Match zu gewinnen für den anderen, sondern du spielst ja, um Schaden für dich zu machen. Ich hab doch gesagt, bei mir. Wir sind bewegungsunfähig, der ging nicht durch. Nee, ich schaff das, bleib wo du bist. Sein Game ein bisschen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Guck mal, treff ich das Chefkind. Gib das dir Leo. Du bleibst hinten. Ich bleib nicht hier. Mach zur Seite, Pilz. Ja, links. Ich fahr nach links. Seite. Weiter durch. Oh, hallo, du hast das wieder. Oh, du stehst. Essen, dann können wir Bellen dran gehen. Bis dann. Gerne. Aber sagt euch, mach Fake. So 10-15 Minuten ungefähr. Gute Nacht, Peter, wir muss ich nochmal sehen. Thank you.
Gott, der Dicke. Ganz dicke. Kannst du mit mir fahren? Er denkt gerade, du hast da hinten noch einen Jacken. Ja, das ist gut. Ja. Alter, das ist zu gut aus. Ich schätze mich nicht mehr. Das ist nicht gut. Immer wieder. Ich weiß nicht, wie ist eigentlich mein ganzes Team jetzt hier verreckt? Ja, also ich wurde von hinten und der Olli auch vom Hügel, von dem Kloster da abgeschossen. Ich fahre nicht weiter zurück. Denk dran, ganz hinten sitzt noch ein Jagdfahrzeug, den kann ich noch weiter fahren. Ja, ja. Habe ich vorhin ein Video zugesehen. Eigentlich nicht schlecht, ne? So, die Team. Aber warum ist Olli jetzt weg? Der ist eben was. Was er sagte, der Essen oder so? Ja, das dauert doch dann, ne? Ja, klar, weil du ja sagtest, du gehst jetzt. Ja, na, dann gehe ich jetzt auch. Ja, er sagte, wenn du jetzt gehst, dann geht er eben was essen und dann können wir Achter spielen. Bläht. Natürlich kannst du auch warten. Nee, ich gehe dann jetzt wirklich schlafen. Also, hau rein. Ja, bis dann, Mann. Sag dem Olli noch nachträglich tschüss von mir, bitte, ja? Ja, sicher. Okay, ciao, ciao. Ciao, ciao. User disconnected from your channel.
Ja, klar, können wir gerne zusammenschauen. Das heißt, du isst jetzt und dann erstmal Pause, sagst du? Ich esse und danach können wir weiter spielen. Alles klar.